Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wizardry Teil 6. Wir haben eine Truhe vor uns. Wollen wir doch mal schauen, ob wir die geöffnet kriegen. M-B-E-U-B-R-E-F-O. Okay, wir versuchen zu entschärfen. Angstwolke dürfte es nicht sein. Prismengeschoss dürfte es auch nicht sein. Energieabzug. Ja, Geisterhand. Hoppala, hoppala. Da ist ein B drin, da ist ein M drin. Da ist ein E drin, U. Aber wir haben nur ein B. Aber ansonsten, ich probier's. Nee, was war's dann? Es war Feuerbombe? Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Es war Feuerbombe? Ja, nimm irgendjemand mal. Ich lade eh nochmal neu. Ich habe Feuerbombe genommen und dann hat's getriggert, aber mit Feuerbombe? Kann das tatsächlich sein? Super. Also, so habe ich jetzt gerade den Eindruck gehabt, dass es gewesen ist. Okay, aber die sollten jetzt tatsächlich keine so großen Probleme mehr sein hier. Boah, aber das verstehe ich nicht. Wieso? Wieso nehme ich Feuerbombe? Und es ist Feuerbombe, aber sie wurde nicht entschärft. Das macht doch keinen Sinn. Okay, nächster Versuch. Könnte ein Prismengeschoss sein. Energieabzug. Na super. Aber hat uns diesmal nicht so viel gegeben gehabt. Von daher, ja, das passt doch. Kriegt alles mal. Diesmal lade ich nicht, weil das war nicht so schlimm. Aber was mir noch aufgefallen ist, wir sollten definitiv noch versuchen, Vergiftungen zu heilen hier. So, hat auch gepasst. Dann anschauen. Prüfen. Ah, verdammt. Tasche. Ablegen den Ding. Warte mal. Ablegen. Doch. Hat doch gestimmt. Die Heilung. Nee. Entfernen wir. Ablegen ist, dann ist es weg, richtig? Scheiße. Okay, ich muss nochmal neu laden. Ich habe Mist gebaut. Verdammt. Ich hab's abgelegt, ich hab's also weggelegt und nicht irgendwo anders in die Tasche reingetan. Ach, verdammt. Entschärfen. Es ist drin. G-Wert drin, aber kein C. Aber es soll kein H drin sein, das heißt, Prismengeschoss darf es eigentlich auch nicht sein. Das darf es dann auch nicht sein. Oder fehlt das S, kann es auch nicht sein.
Was? Ist auch kein O drin? Hä, was soll denn das jetzt sein? Entschärft. Ich weiß zwar nicht, warum es da hieß, kein H drin, oder habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Ja. Ich habe mir zwar aufgeschrieben, da soll kein H drin vorkommen, da kam ein H drin vor, aber ja, gut. So, also jetzt nochmal. Ja, das Problem, unsere Tasche hier ist auch voll. Ablegen will ich es nicht. Dann muss ich doch tatsächlich mal hier ein bisschen entferne die Engelszungen, hinzufügen die Heilung, entferne den stählernen Helm, hinzufügen die Heilung. So. Und gib die Claymore nochmal zurück. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt können wir prüfen. Engelszungen, was in das? Kann nur der Bade benutzen. Okay. Ist das vielleicht ein Musikinstrument oder irgend sowas? Wir werden sehen. Dann haben wir den stählernen Helm. Das ist auf jeden Fall Kopf und minus 4. Kann nur unser Lord oder unsere Valkyrie benutzen für den Kopf? Ja. Ja, doch. Hat Fala, also unsere Valkyrie, nur minus 3. Das heißt, es würde was für ihr bringen. Unser Zwerg, unser Lord, hat da auch schon mit minus 4. Das heißt, wenn ich meinen Radiergummi finde, dann würde ich das gleich eintragen. Dann müsste ich nur mal schauen. Erst einmal Spruch. Identifizieren. Den stählernen Helm. Kein Fluch oder sowas, das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Dann geben wir den Helm doch gleich mal hier rüber. Und können den auch gleich mal ausrüsten. Ausrüsten, das hier, den Lederhelm natürlich diesen mal nicht. Dann schauen wir mal, was konnte der Lederhelm? Das war minus 3, Kopf. Unser Lord hat was Besseres, unsere Valkyrie, Samurai. Kopf, minus 3. Ne, bringt nichts. Bringt nichts. Das heißt, gib an Talada den Lederhelm. So. Dann Spruch identifizieren. Die Engelszungen. Segnen. Max. Okay. Gib das mal an Tag. So. Die Claymore wäre auch nur was für Talada oder für Fala. Wobei Fala eigentlich nicht geht, weil sie ja in der hinteren Reihe steht. Und das ist kurz. Das heißt, das wäre für Talada was. Ist aber eine Zweihandschwert. Das heißt, das würde mit seinem Schild nicht mehr gehen. Das Schild könnte aber jemand anderes noch benutzen. Wir schauen mal. Identifizieren. Die Claymore. Schaden 2. Oh, Moment, das muss ich mal kurz. 2d4 plus 2. Das heißt, 2d4 wäre ja 2 Würfel. Das heißt, 2 bis 8. Da wir plus 2 haben, wäre das dann 4 bis 10. Das würde schon 4 bis 10 Schaden machen, anstatt das, was er jetzt hat, mit 1 bis 8. Tu mal in deine Tasche bitte was rein. Den Hammer mal rein. Das hier mal rein und das hier mit rein. So. Aber ich wollte gerade was schauen. Treffsicherheit. Dieses Schwert. Bringt aber noch nur für dich was. Das ist echt eine gute Frage. Und das Schild, das wir hier haben? Wo ist er denn? Das Schutzschild? Könnte unser Bade auch benutzen.
Kämpfer, Druide, Ranger, Barde, ja, oder unsere Valkyrie. Also das würde auf jeden Fall gehen. Dann könnten wir hier das Claymores einsetzen, hier. Und mit Schwert ist... Andererseits, also das Schwert kann keiner sonst benutzen, außer halt Talada oder Fala. Fala steht aber hinten, das heißt, es geht nicht. Das ist halt ein schönes Schwert, da machen wir halt Schaden 1 bis 8. Und mit dem anderen, mit der Claymore, wollten wir 4 bis 10 machen. Aber wir treffen halt mit dem Treffsicherheitsschwert besser. Das heißt 1 bis 8 mit 2 plus 2 Treffsicherheit oder 4 bis 10 Schaden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir halt mehr Schaden mitmachen, ist auf jeden Fall höher. Boah, ist das eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn es jetzt nur um wegen den Werten ging, hätte ich vielleicht gesagt gehabt, es ist mir egal, aber die Treffsicherheit, das ist halt die Sache. Das ist auch noch eine Zweihand, das heißt, das müsste auf jeden Fall Takt dann benutzen, das Schild. Ich weiß es echt noch nicht. Jetzt probiere ich was anderes aus. Benutze Tack. Kannst du mal die Engelszungen benutzen? Haben wir jetzt einen Segen drauf? Hoppla. Haben wir jetzt einen Segen drauf oder ist das. Oder ist das irgendwas, was wir im Kampf benutzen müssen? Wieso steht hier eigentlich noch ein Totenkopf drauf? Hier steht leider nicht drauf, ob ein Segen drauf ist. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo das draufstehen sollte. Hä? Ach so. Ja. Ich weiß, warum da noch ein Gift drauf ist. Ich habe es ja noch nicht geheilt gehabt. So. Ich habe das ja noch nicht geheilt gehabt. Ich musste ja nochmal neu laden, weil ich da Mist gebaut hatte. Ah, mit der Claymore. Ich weiß es echt noch nicht. Ich weiß es echt noch nicht, was wir machen sollen. Wir können es ja einfach mal jetzt ausprobieren. Claymore. So, und dann geben wir an Tag das Schutzschild. Das Buch kommt mal mit rein. Das Problem ist, damit haben wir jetzt auch überhaupt keinen Platz mehr hier. Ja gut, müssen wir mal schauen. Ich will mal schauen, wie gut es jetzt funktioniert oder wie schlecht es funktioniert. Keine Ahnung. So, hier geht es mal wieder runter. Oh, Moment. Da geht's. Und hier geht's auch nochmal runter. Okay, wir haben zwei Felder, wo es runter geht. Dann gehen wir mal hier runter. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir da rauskommen. Und zwar jetzt hier hinten beim Gesicht wieder hin. Also bei diesem Kristall-Edelstein. So, da geht's hoch. Ja, aber ich glaube, da fehlt uns definitiv noch ein, da fehlt uns definitiv noch ein Gegenstand dafür. Den müssen wir wahrscheinlich später wieder kommen, in der Hoffnung, dass wir es irgendwie finden werden. So. Ja, halt mal. Hä? Achso. Das geht jetzt hierher. Und das geht hierher. Ja, doch, das passt. Okay, wir kommen hier raus. Und da haben wir ihn wieder. Genau wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, wir haben hier quasi so ein Viereck, wo wir diese Gesichter haben. Alles klar.
Können wir aber noch im Moment nichts machen. Hoppla. Speichern. Müssen wir später wiederkommen. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich es dann irgendwann noch irgendwann mal finden werde. So, dann gehen wir hier runter. Kommt man da raus? Da geht's nach oben. So, jetzt hoffe ich, habe ich es richtig geschrieben. Ich kann meine eigene Schrift gerade nicht lesen. Ja. Doch, passt. Gut, dann schauen wir mal, wo geht es denn hier hin? Speichern. Aha. Ach, das ist wieder so ein Gummimonster. Ja, okay. Da müssen wir auch mal schauen. Ich weiß nicht, wir brauchen auf jeden Fall so ein Gummiband, das wir hier bekommen werden. Oh, Nahkampf haben wir jetzt. Okay, machen wir Nahkampf. Wir probieren jetzt mal aus die Engelszungen. Mal sehen, ob das was bringt. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zwölf Schaden. Engelszungen. Ich habe keine Ahnung. Sind wir jetzt? Haben wir jetzt einen Segen drauf? Und warum steht es nirgends da? Ach, das ging ja jetzt doch schneller, als ich dachte. Gummistrang, krieg mal Fala. Ja, ich weiß halt absolut nicht. Haben wir jetzt einen Segen drauf? Haben wir keinen Segen drauf? Hat das jetzt irgendwie irgendwas gebracht? Naja, auf jeden Fall, hier sind wir erstmal fertig. Gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz, ich gehe mal auf Speichern. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Also da hat man jetzt nichts mehr. Hier hat man auch nichts mehr. Hier hatten wir auch nichts mehr. Das heißt, wir müssen nach ganz nach oben gehen. Da haben wir noch drei Sachen, wo wir runtergehen können. Das heißt, das müssen wir jetzt uns anschauen. Nee, da ging es von woanders hin. Riesenwurm. Ich habe keine Ahnung, ob das mit den Engelszungen was bringt. Das würde mich jetzt echt interessieren. Bringt das was mit den Engelszungen, dass wir einen Segen haben oder haben wir keinen Segen drauf? 18 Schaden mit der Claymore. Ach. Da spielt wahrscheinlich auch noch anderes hin. Also das Ding macht 4 bis 10 Schaden, aber die Stärke spielt auch noch mit, dass wir da mehr rauskriegen. So, jetzt gehen wir hier hoch. Kommt man da am besten hin? Ich glaube, wir müssen durchs Dunkelgebiet. Hier rüber. Ja. So kommen wir dahin. Eins, drei. Runter. Ah, hier kommen wir hin. Okay. Nach oben bitte. Nach unten. Okay. Und durch diesen Raum. Da ich jetzt nicht weiß, wenn ich jetzt durch diesen Raum gehe, ob wir gleich wieder eine Begegnung haben werden oder nicht, hätte ich auch gesagt,
wir beenden die Folge und machen beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüss.